the world's first professional superhero. 1, 2, 3, 4. Meine persönlichen Top 5 Hardcore-Fahrgeschäfte. Platz Nummer 5, der Nightstyle. Topspin war gestern, heute ist Nightstyle, denn das peppige und bunt gefärbte Fahrgeschäft haut definitiv mehr auf die Kacke. Das Teil sieht unscheinbar aus, aber lasst euch nicht täuschen. Schnelle, intensive Überschläge gepaart mit einem kleinen Radius, das ist das Geheimrezept. Der Nightstyle ist wahrlich nix für softe Lappen, die sollten daher davor ihre Socken waschen. Fick dich! Ich glaub, gleich kommt die Weißwurst. Hartes und choriges Gefühl, relativ hart. Wie ist jetzt hier? Wie viel ist das? 44. Lappe, du Hampelmann, jetzt ist der Hulk dran. Platz Nummer 4, The Beast. Der seltene Street Fighter Revolution haut selbst Kirmes Markus von den Socken, garantiert. Kirmes Hulk ist wild und rennt in die Sonne. Die bestialische Schaukel ist meiner Meinung nach härter als Infinity. Bin härter als der Penis und mach viele Loopings, das ist das Ergebnis. Und nix für ein gepflegtes Looping am Morgen, jetzt aber! Gefühlt eine der schnellsten Schaukeln, garantiert. Wir schalten um auf wahnsinnige Geschwindigkeit. Danach wird jedem grün. Volle Kanne Möhren garantiert. Hartes, choriges Gefühl, blass und grün. Mama, ist schlecht. Platz Nummer 3, der Devil Rock. Ich bin Humanist. Eine teuflische Mixtur aus Rundfahrgeschäft und Überkopfergeschäft. Ich bin auf dem Höhepunkt. Das Teil wurde Anfang der 90er gebaut. Das war seine Blütezeit. Das ist meine Zeit. Davor hat selbst Gott Respekt. Er ist ein Spießer. Er ist ein Sadist. Im Alten Testament ist der Devil Rock ein teuflisches Meisterwerk. Ich bin ein Fan der Menschheit! Hartes, choriges Gefühl, teuflisch hart. Scheiße! Leck mich am Arsch! Leck mich am Arsch! Der Devil Rock! Platz Nummer 2, Avenger. Leistung bei 400%. Der Inversion von Hersteller KMG ist ein waschechtes Superheldenfahrgeschäft. Ich bin Iron Man. Die Thematisierung ist fantastisch. Danach habe ich Bock auf Infinity War. Wie es sein sollte. Ja, das wäre sehr cool. Mit gelöster Gondelbremse geht's so richtig ab. Da kackt jeder ab. Guter Assistent. Im Großen und Ganzen ist Avenger wie Hulk, nur ein bisschen innovativer. Ich bevorzuge eine Waffe, die man nur einmal abfeuert. Tony Stark. Ich hab schon Feierabend. Hi, ich bin Captain America und habe nur ein Schild. Hartes, choriges Gefühl, Nahtoderfahrung. Das Ende ist nah. Platz Nummer 1, der Mindblower Mr. Beat. Der Mr. Beat ist meiner Meinung nach das schlimmste Rundfahrgeschäft. Gib mir den Beat! Dagegen muss ich selbst Turbine verneigen. Garantiert. Gib mir den Beat! Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ist Heroes. Den empfehle ich für den Anfang, denn der dreht nicht allzu hart auf und hat die bessere Thematisierung. Ich bin Batman. Aber Mr. Beat ist und bleibt mehr Hardcore. Hartes und choriges Gefühl, umgefickt und umgebumst, ausgekotzt und Fahrgeschäft angerotzt. Das war's, meine Freunde, von härter als Gummibärchen, aber weicher als Stahl. Und falls euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Bis die Tage, meine Freunde, ciao.